andere Schüler mit Stinkbomben bewerfen, sie auf Murmeln ausschlittern lassen, fiese Typen tüchtig verdreschen und die Lehrer so richtig zur Verzweiflung treiben. Wer das in seiner Schulzeit verpasst hat, der darf jetzt nachholen. Dank Rockstar Games und seinen Highschool Rowdies in Canis Canem Edit. Well, okay. Thanks a lot. Hi there. Ha ha! What a Letztlich verbirgt sich hinter dem hochkomplexen Namen nichts anderes, als das nicht nur im Bio-Unterricht, sondern vor allem auf den Schulkorridoren gültige Gesetz, fressen oder gefressen werden. How original. Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Ob ihr Streber mit Brille und grünem Polunder mit der Steinschleuder vor Schlägerübergriffen beschützt, oder lieber selber den prügelnden, pöbelnden Tyrannen gebt, das bleibt euch selbst überlassen. Denn der Rockstar-typisch riesige Missionsfundus in dem zumindest dezent GTA-verwandten Titel stellt Rowdies und schulische Freiheitskämpfer gleichermaßen zufrieden. Ein wenig Lausbuben-Mentalität sollten sich aber selbst die ganz Braven unter euch gönnen, nur erwischen lassen dürfen sie sich nicht, wenn sie zum Beispiel den Spind eines Mitschülers knacken. I just don't understand the mind's trouble. Praktisch für Missetäter, dass meistens ein offener Spind oder ein Mülleimer in der Nähe sind, in denen sie so lange ausharren können, bis sich Aufseher und Gefahr wieder verzogen haben. Weniger spannend, aber für die Schulung eurer Talente unerlässlich ist der Unterricht. Wer anstatt dauernd zu schwänzen, zumindest hin und wieder die Stunden besucht, der profitiert bei Bestehen der hiermit verbundenen Minispiele, indem er neue Fähigkeiten erwirbt und die sind euch nicht selten auch abseits der Paukerei nützlich. Well done! Interessanter sind dann natürlich die fast schon zur Tagesordnung gehörenden Keilereien, wenn ihr in die Angehörigen einer mit euch verfeindeten Schulhofbande lauft. Danach nehmt euch besonders vor den Kettenhunden des Direktors in Acht, denn die lassen sich längst nicht immer mit einem beherzten Griff ins Gemächt abschütteln.